Ja, hallo Leute. Jetzt kommt leider noch Was mal benötigt ihr, mein ein Kleiner? Update. Ja, genau, die Anzüge, die gestern abgedatet wurden. Unitology Suit und EarthGov Suit habe ich noch mal abgedatet. Das musste sein. Aber das ist jetzt das ultimative Update, the Update of the Update. So, Handschuhe der Unitology, Handschuhe des EarthGov. Nochmal Stiefel und Stiefel. Ja, was habe ich geändert? Ziehe ich mich gerade mal kurz an. Und zwar hinten die Taschen über dem Gesäß. Die waren ja fürchterlich. Die sind so hin und her gewackelt wie nichts Gutes. Als wären die an irgendeiner Feder befestigt und nicht direkt am Gürtel. Die habe ich jetzt fixiert. Ich zeige euch das gleich mal. Handschuhe der Unitology und Stiefel der Unitology. So, wir müssen dazu mal kurz rausgehen. Ehre sei mit euch, mein Danke. Tane. Boah, lass mich auch mal vorbei. So. Na, hier kann man das schön sehen, dass die Taschen jetzt nicht mehr so hin und her wackeln. Sie sind jetzt zwar beweglich, weil ich jetzt die nicht nur an einem Knochen fixiert habe, also sind jetzt ein bisschen gummiartig, aber das ist besser als vorher. Denn besonders wenn man eine Waffe in der Hand hatte, war das richtig schlimm. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Ich kann das nochmal am Bitte einen Moment. anderen Anzug zeigen, wie es vorher war. Hier. N7 Anzug. Da Bitte ist es einen noch Moment. so, wie es vorher war, ne? Könnt ihr das sehen? Das wackelt ohne Ende, ne? Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Das werde ich natürlich hier an dem Anzug auch noch ändern, ne? Hier, guck mal. Die hinten, die Tasche, die geht sogar über das Metallding. Ich Also, das bitte geht euch nur nicht. um ein paar Septime, damit ich etwas Essbares kaufen kann. Und auch da war das ein Gewackele, das war nicht mehr schön. So, und jetzt habe ich das eben auch noch mal geändert. Stiefel. Nochmal einen EarthGov-Anzug anziehen. So. Na? Wenn ihr in Weißlauf Ärger macht, werde ich euch persönlich in den Kerker von Drachenfeste werfen. Na? Ja, ne? Das ist ein bisschen besser. So, was ich jetzt noch machen will, ich will. Also genau, Direktlink stelle ich dann auf die Seite. Das heißt auf die Seite, das war sowieso weltvolk.de, klar. Aber den Direktlink werde ich dann hier in die Beschreibung des Videos reinstellen. So, also, vielen Dank fürs Zusehen. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde Serana nach Hause bringen. Wer Bock hat, kann ja noch zugucken. So. Aber was das Update anbelangt, das war's jetzt eigentlich. Denn Serana, die ist super nett, aber die muss jetzt auch mal nach Hause. So, komm, Serana. So, dann müssen wir hier rüberfahren. Da sind wir schon. So, komm. Ach so, was ich hier noch entdeckt habe. Na,
egal. Ich habe vom Tod genug für drei Leben gesehen. Aber eines guten Kampfes werde ich nie überdrüssig. Was haltet ihr davon? Wie hieß das? Annem Cam? Genau. Das kann man nämlich vorne gucken. Oh. Ihr seid hier nicht wild. Moment. Nee. Lass mich mal rein. Da, hallo. Verschwindet. Ich will Serana nach Hause bringen. Keine Eindringlinge. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich will Serana nach Hause bringen. Verschwindet. Wir dulden keine Eindringlinge. Hey, Serana. Wieso kommt sie denn nicht mit? Los doch. Raus hier. Hallo? Was ist denn mit Serana? Wieso kommt die denn nicht? Hey, also, bevor wir da reingehen. Na, was ist? Ich möchte euch dafür danken, dass ihr mich so weit gebracht habt. Aber wenn wir erst einmal da drin sind, werde ich für eine Weile auf eigene Faust weiterziehen. Ich denke schon. Ich weiß, dass eure Freunde vermutlich jeden hier drin gerne umbringen würden. Ich hoffe, dass ihr euch etwas mehr zügeln könnt. Wenn wir einmal drin sind, seid für eine Weile ruhig und lasst mich die Führung übernehmen. Ist klar. So, jetzt komm endlich. Kann ich nochmal annehmen, Cam anmachen. Kann ich nämlich genau sehen, wie das von der Seite aussieht. Oder soll ich lieber den Unitology-Anzug anziehen? Ja, ich nehme den Unitology-Anzug. Stiefel, Handschuhe und Anzug. So. Fürst Harkon ist ein großartiger Mann. Mhm. Also erweist ihm gefälligst den ihm gebührenden Respekt. Weißt du was? Du solltest mal lieber deine Schnauze halten. Wie könnt ihr es wagen, hier einzudringen? Moment. Serana? Seid ihr es wirklich? Ich traue meinen Augen nicht. Mein Fürst! Alle zuhören! Serana ist zurückgekehrt! Ich denke, ich werde gut, ne? Das kann ich nicht glauben. Meine lang vermisste Tochter ist endlich zurückgekehrt. Mit meiner Schriftrolle der Alten, wie ich annehme. Nach all den Jahren ist das die erste Frage an mich? Ja, ich habe die Schriftrolle. Natürlich bin ich erfreut, euch zu sehen, meine Tochter. Wisst ihr es? Muss ich es wirklich sagen? Ach, wäre eure verräterische Mutter nur hier. Ich würde sie dieses Wiedersehen beobachten lassen. Komm mal her. Und dann ihren Kopf auf einen Pfahl spießen. Nun verratet mir, wer ihr da in unsere Halle mitgebracht hat. Dieses sterbliche Wesen hat mich gerettet. Lieber Hund. Sitz! Meldet euch augenblicklich bei Fürst Harkon. Nun, Sitz! Ich warte. Ich bin euch für die sichere Rückkehr meiner Tochter zu Dank verpflichtet. Sagt mir, wie heißt ihr?
Ich bin Weltfolk und wer bist du? Ich bin Harkon, Fürst dieses Hofes. Inzwischen wird euch meine Tochter erzählt haben, was wir sind. Ja, Vampire. Nicht irgendwelche Vampire. Wir gehören zu den ältesten und mächtigsten Vampiren von ganz Himmelsrand. Donnerwetter. Oh. Wir lebten hier jahrhundertelang, frei von allen weltlichen Sorgen. Doch damit war es vorbei, nachdem ich meine Frau betrogen und das gestohlen hatte, was mir am meisten bedeutete. So, okay. Ich wollte es gerade vorschlagen. Ja, ihr verdient ganz sicher eine Belohnung. Ich kann euch nur ein Geschenk anbieten, das dem Wert einer Schriftrolle der Alten und dem meiner Tochter ebenbürtig ist. Hm. Ich biete euch mein Blut an. Nein, danke. Nehmt es und bewegt euch wie ein Löwe unter den Schafen. Die Menschen werden erzittern, wenn sie euch sehen. Und ihr werdet den Tod nie mehr fürchten. Nein, danke. Dann werdet ihr Beute sein, wie alle Sterblichen. Ich werde euer Leben dieses eine Mal verschonen, aber ihr werdet aus dieser Halle verbannt werden. Vielleicht seid ihr noch nicht ganz überzeugt. Seht die Macht! Na, lass mal stecken. Dies ist die Macht, die ich euch anbiete. Nun trefft eure Entscheidung. Ich möchte kein Vampir werden, Meister. So sei es. Ihr seid Beute, wie alle Sterblichen. Hinweg mit euch. Gut, tschüss, Serana. Ja, ich muss zurück. Ja, es war nett mit dir, Serana, aber du hast mich immer gestört, die wenn ich die Anzüge anprobiert habe. Bist du immer mir in den Weg gekommen. Beim Joll kann ich wenigstens noch einstellen, dass er irgendwo wartet und mir nicht in die Quere kommt andauernd. Aber bei dir war das nicht möglich. So, das war's, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Ich muss einmal speichern. Genau. Und die anderen Anzüge jetzt werde ich natürlich auch noch updaten und auch noch den N7-Anzug, ne? Okay.